Halli, hallo ihr Lieben, grüßt euch, herzlich willkommen hier bei Jimmy Floyd, Last Day on Earth. Heute mal ohne Kamera. Draußen sind gefühlte 523.798 Grad. Deswegen lassen wir das Ding heute mal aus und spielen ganz gechillt eine Runde ohne. Wir gehen gerade auf die Karte und da ist dieses Event hier gedroppt. Und das gucken wir uns doch mal an. Eigentlich wollte ich gerade ein bisschen Stein und ein bisschen Erz hauen gehen. Aber das nehmen wir doch mal fix mit. Wird es nicht weltbewegend sein? Aber wir sind gerade leer, wenn sich das anbietet. Der erste Giftspeier ist schon weg. Also dicke. Also nicht doch ganz dicke. Wir haben noch eine mit Hackebeil. Wollen wir doch mal gucken, was drin ist. Nee, wollen wir nicht. Erstmal noch der schnelle Beißer hier. Aber jetzt. Naja, immerhin. Die ist ganz gut. Klebeband ist auch immer gut. Da gibt es auch noch ein bisschen Nahrung. Prima. Komm, hopp. Wir haben auch noch Platz. Können wir dann alles hier noch schön mitnehmen. Sollte es soweit gewesen sein, sammeln wir hier natürlich gleich alles ein, wenn wir einmal hier sind. Ja, schade, dass man nicht mehr diese Flugzeugabstürze bekommt, wo wirklich 12, 13, 14, was weiß ich, oder noch mehr Taschen, Koffer da liegen. Und du dich erstmal richtig bedienen kannst. Diese Abwurfstellen hier geben dir halt dann nicht mehr so viel. Aber diese Flugzeugabstürze kommen wohl nur Anfang des Spiels, wenn du neu anfängst, zwei, dreimal. Danach ist das erledigt. Und auch bei mir, ich habe jetzt auch immer bloß diese Abwurfstellen noch. Schön Bären einsammeln. Da versucht noch einer hinterher zu kommen. Oh, hallo? Tschüss. Na prima.
Was ist denn los? Die brauche ich eigentlich auch nicht hier. Seile habe ich momentan genug. Oh, ja. Machen wir Holz noch erstmal. Wenn uns das Beil gerade so angeboten wird. Inventar voll. Dafür ist Platz. So, gib mir dir den Ball bitte. Und nehm die Jacke mit. So, na gut. Fahrzeugteile, ja, die brauche ich. Muss man einen Bunker. Und wir sparen, brauchen wir noch ein paar Waffen. Bevor wir uns dadurch fighten. So, wir haben nur 38 Energie. Und hätten noch 2-3 Plätze. Wo ist denn der? Jobber-Event brauchen wir jetzt nicht. Der Händler ist gleich neben uns. Ne, ist doch ein Stück weg. 13 bis hierher. 22. Wir können ja mal gucken, was er will. Aber ich würde gerne in der Basis noch ein paar Hundekisten aufmachen. Brauchen wir mal wieder ein Weibchen. So. Können wir schon vergessen, haben wir alles nicht. Haben wir alles nicht. Hat sich also nicht gelohnt. Gut, dann warte schon mal nach Hause. Und dann werden wir uns ablegen und ein paar Kisten, Hundekisten drauf machen. Passt ja, 17 haben wir noch. Ja, Boden bin ich dabei, danach kommen die Wände. Das machen wir dann auch alles noch. Dass unser Haus mal schön wird. So. Essen für die Hundis ist abgeworfen. Der Seite. Die Jacke. Dann haben wir ja, hallo. Ein bisschen Holz. Nahrung.
So. Recycler hatte ich gerade was drinne. Telefon. Na, bei der Elektronik sind wir schon, haben wir schon ein bisschen was geschafft. Stuhl mal ein Handy rein. Schon Stufe 5. Alles andere ist noch nicht so. Aber es wird nach und nach. So, hallo, Balu, mein Weißer. Ich bin mir nicht sicher, Balu, der ist Stufe 1, wenn ich den kreuze, ob dann der Nachfolgehund auch weiß wird. Und ich habe mal gelesen, dass weiß irgendwie selten ist. Deswegen will ich den nicht verballern. So, haben wir hier irgendwas? Ach, wir können gleich mal, ja, gut, dass wir hier stehen. Schön, dass wir die gekriegt haben. So. Müssen noch mal hier vor. Seil, wie gesagt, habe ich schon ein paar. Aber die vermehren sich ja dann auch wieder. Und zu guter Letzt, zack, das Gaffer Klebeband. So, ja, dann, wo waren sie? Hier. Zwei lassen wir noch. Schwarz. Hans. Okay. Amy. Ja, die können wir auch gleich Amy lassen. Sehr schön, Weibchen. Prima. Noch eins, komm. Bruno. Braun und Bruno passt auch. Komm schon, Weibchen. Lola, schwarz. Pff. Dich nennen wir Tina. Zick. In den Hundezwinger schicken. So. Gucken wir uns das Ganze mal an. Die Bertha. Das überspringen wir jetzt mal. Jäger und Begleiter. Erhöht die Erfahrung, aber ehe wir das haben, das dauert bestimmt noch ewig. So, jetzt hätten wir die Bertha auf 2, Alfonso und Anton auf 2, Oscar und Jimmy 2 auf 2. Da werden wir Bertha und Jimmy 2 nehmen. So, halt, wo war das? Hier. So. Oder Anton. Logisch, Bertha ihre. So, ich habe noch nie ein Weibchen rausbekommen. Dreimal oder viermal gemacht, aber. Und da ist es. Ist das ein Weibchen? Ginger? Aber ja, Nele. Nele ist ein schöner Name. So, prima. Da haben wir ein Weibchen auf Stufe 2. Wo ist denn Nele hier? Schön. Ja, wie gesagt, Balu lasse ich erstmal.
Komm, Nele, wir überspringen dich mal. Das gönnen wir uns heute einfach mal. Und da haben wir bei Nele Erfahrungsbonus, seltenes Tier um 5%. Prima. Sehr selten Spürhund. Raffinesse, Rudelführer, Wachhund, Begleiter, bester Freund. Okay. Na, gucken wir mal. So, dann werden wir mal Nele und wollen wir Anton nehmen. Oh. Ui. Oskar ist Spürhund. Und das gibt es relativ oft. Funks auch. 1% aber nur. Ja, komm. Die Zeit haben wir noch. Und der Speicher ist auch noch da. So, dann nehmen wir 1%, 4%, dann nehmen wir Oscar. Hallo. So. Ja, ist anstrengend. Schluck trinken. Bei dem Wetter sowieso. So, Oskar und Nele nehmen wir. Die Eigenschaften werden übernommen. Und es ist wieder ein Weibchen. Und die nennen wir. Hexe. So, kleine Scheiße. Ab in Hundezwinger. Da haben wir jetzt Hexe, Amy, Bruno, Hans und Tina. Die beiden sind schwarz. Die beiden sind fast gleich. Gut, schön. Prima. Das lassen wir jetzt so und dann gucken wir beim nächsten Mal einfach rein. Und damit würde ich sagen, gehe ich mal noch ein bisschen auf Futterjagd und wünsche euch viel Spaß beim Gucken des Videos. Oder beziehungsweise, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Gucken des Videos. Ich hoffe, bei euch nicht ganz so warm wie bei uns. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Was auch immer ihr heute noch macht. Und bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Kamera, wenn nicht wieder 500.000 Grad sind. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.